eins der besten Sandwiches. Ich hätte damit gerechnet, dass ich nicht mag. So eine Liebe. Ich freue mich, wenn der Laden hier in Berlin aufmacht. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind hier gerade schon durch, muss ich ehrlich eingestehen. Wir haben Charos Sandwich getestet. Charo bzw. Beef Kitchen bringt dir ein Sandwich an den Start. Eröffnet einen Laden. Heute ist Community Tasting. Und wir durften das Sandwich schon testen. Für mich Arschwasser Deluxe. Kollege von mir. Ungerne. Es geht. Ungern zerreiße ich den natürlich in der Luft. Ob das passiert ist oder nicht, das werdet ihr jetzt erfahren. Denkt gerne auch an einen Gutschein 50 Euro. Haut mir in die Kommentare, was ihr von den ganzen Dingen hier haltet. Ja, gerne auch eure Empfehlungen etc. Und dann gehen wir jetzt los und testen das Sandwich. Bis gleich. Geiles Gelände hier, Mann. Skateboardfahrer. Eine Fahrradkolonne habe ich hier schon gesehen. Da vorne ist eine Hochzeit oder ähnliches. Hier gibt es ja alles, Mann. Was ist das für ein Gelände? Warum weiß ich davon nicht? Mann, Mann, Mann. Achim, was ist das für ein Gelände hier, Mann? Hier hätte man sogar Blumen auf umsonst mitnehmen können. Ehrlich? Ja, würde ich sogar machen, aber ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit die Sachen mitzuschleppen. Egal, umsonst, Mann. Okay, eine mitschleppen. Oh, weiß ich nicht. Ich bring Charo eine Blume mit. Ja, okay. Ich schwöre, ja, Mann. Darf ich mal was fragen? Gerne. Blumen umsonst? Blumen umsonst hier. Okay, wieso? Wir haben gerade einen Wettkampf hinter uns und das sind die Reste. Und das ist viel zu schade. Oh, geil, weil ich will meinem Kollegen Blumen mitbringen, aber der soll nicht wissen, dass wir umsonst sind. Ja, vielen Dank schon mal, ne? Wo ist denn Schau jetzt, Mann? Schau, du musst bedenken, wir haben eine Halbwertszeit wegen Ahmed. Der kann nicht so weit gehen, sonst fällt, Schnauze, Mann. Fällt das Video. Du hast da ehrlich, du kämpfst. Was für Kämpfe? Ich hab keinen Bock, Mann. Das ist ein Gelände hier, doch. Na, lass uns mal hier durch. Mal gucken, ob wir hier unser Glück haben. Oh, ich bin auf die Fresse fast gefallen. Keine Ahnung. Mann. Hundestein. Also, wenn da jetzt nicht so viele Leute sind, liegt es daran, dass keiner gefunden hat. Sagen wir mal so. Sag mir quando, sag mir wann ich dein Sandwich tasten kann. Lieber Charo, sag mir wann. Sag mir quando, sag mir wann. Scheiße, Ahmed stirbt bald, Leute. Wirklich, also jetzt ist das langsam nicht mehr witzig. Ich will es jetzt nicht so offensichtlich sagen, aber kann jemand einen Krankenwagen rufen? Ahmed, hier ist nichts. Ruf ihn nochmal an. Ja, Mann. Boah, sowas kommt heute gar nicht. Ja, ja, ich. Der läuft lieber um die ganze Weltgeschichte, weil er so fit ist. Ich lauf gerne. Ja. Das habe ich mir nämlich gedacht, Ahmed, weil die sind doch jetzt in Hektik. Die gehen doch jetzt nicht ans Handy. Wegbeschreibung, irgendwas, das Gelände ist ja nicht klein. Also Ahmed, wenn du das im Video siehst, ich bin gerade sehr schadenfroh, dass du gehen musst. Ich habe zu Ahmed gesagt, komm in diese kleine Gasse rein. Er hat gesagt, nein, Ahmed, ich habe recht. Okay, ich hatte Unrecht, das war nicht die Gasse. Scheiße, Ahmed, was machen wir? Abbauen. Sag mir quando, sag mir wann ich dein Sandwich tasten kann. So, ich rufe jetzt Charo an. Ey, Abo Charo, Mann. Ach, la Bolle, wo bist du? Ja, wir sind hier auf dem Gelände, aber wir finden das nicht, Mann. Wir sind bei so einem Blumenstand gerade, wo die Blumen verschenken. Das ist der Standort, du bist richtig. Ja? Mhm. Okay. Ja, bleib mal da stehen, ich komm da hin. Ach, geil, Mann, korrekt. Bis gleich, ciao. Schick dir mal her. Ja, er kommt her. Da ist er, ja. Der weiße Büffel. Grüß dich, alles geht's? Gut, ja, läuft. Hab dir Blumen mitgebracht. Ehrlich? Ja, ich wüsste. Das ist aber mega süß. Du kannst sie, wenn die Kamera aus, einfach da hinlegen. Danke. Viel, vielen lieben Dank. Gerne, ja, der gefürchtetste Kritiker auf YouTube. Darf ich dich denn heute auch kritisieren oder ist es so? Du darfst mich natürlich auch kritisieren. Das Gute ist, wir sind in Berlin. Weit weg kommst du nicht. Ja, also wenn du zu viel Scheiße laberst. Dann werde ich abgefangen. Nein. Bitte feuerfrei. Okay. Ehrlich, ohne Witz. Hau raus. Komm, geh mal rein. Okay, komm, wir gucken. Ja. Geil. Jungs, alles gut? Dein Laden, ne? Ja. Yeah. Schau, sag mal dann kurz, was erwartet uns heute für ein Geschmackserlebnis? Boah. Ich will nicht so viel reden, ehrlich. Ich kann dir aber eins garantieren, das hast du bisher so noch nirgendwo in Deutschland gegessen. Diese Art von Sandwich. Pastrami, hier in Deutschland hat sich das noch nicht so krass durchgesetzt wie in New York. Ja. Der Ahmed hatte gesagt letztens, das unkoschere jüdische Sandwich. Genau. Ist das das? Ja. Oh, geil, das wollten wir letztens schon testen, weil wir dachten, wie geil, haben keins gefunden, jetzt hat Abo Charo am Start. Jetzt hast du Abo Charo am Start. Ich bin gespannt, Vicky, was du halt sagst. Du bist so heiß auch, oder? Ja, ich hab richtig, weil ich hab dir das letztens noch gesagt, ich hab richtig Bock, dieses Sandwich in Deutschland zu testen. Jetzt kann ich einfach bei Charo machen. Durch die heiligen Tore, Charo. Durch die heiligen Tore. Hallo. Hallo. Wir haben YouTubes heftigsten Kritiker heute hier. Wir sind schon alle am Zittern, was du gleich sagst. Alles und so, was du sagst. Wobei man sagen muss, ne, Leute, die letzten Videos alle, müssen die Kritiker mal den Ball flach halten. Ich mache 200 Videos. Bei 3 Videos kritisiere ich mal jemanden und die Leute kommen. Also, jetzt bin ich VIP, Leute. Jetzt kann's losgehen. Saufen. Können wir durch oder wo müssen wir durch? Da kommst du, ne? Ihr kommt hier durch. VIP-Eingang. Ja, geil. Geil. Hier rum müssen, okay.
viel Liebe da hier bei Wolle. Ja, danke dir, danke. Ja. Gibt's schon Sandwich oder bin ich zu früh? Nee, du bist zu früh. Ach, scheiße. Wo krieg ich denn jetzt hier Sandwich? Oh, ist das schon? Die ersten Eindrücke. Wo gibt's das Sandwich überhaupt? Gar nicht mehr, ist ausverkauft. So, ich sehe jetzt schon, es gibt eingelegtes Gemüse auf dem Sandwich drauf und dazu auf dem Teller. So ein bisschen dazu. Dann haben wir noch zwei geile Dips dazu. Eine ist so aus dem Sud von dem Pastrami und eine ist sozusagen so an so ein Taco-Tortilla, so ein bisschen Salsa Verde angehaucht. Es wird mit Sicherheit, wenn der Laden dann eröffnet, auch möglich sein, sich die, das Gemüse auf Sandwich drauflegen zu lassen. Dann sind alle Wünsche werden erfüllt. Ja, und wir gucken jetzt erstmal heute, wie zum Schluss die Kombi denn aussehen wird. Ich guck mal hier. Oh, da muss ich ja beinahe auch noch mal rumkommen, Mann. Wir kommen hier rein. Also auch noch mal die Perspektive von hinten jetzt hier schön. Oh, geil, kleine Schalen mit Gemüse. Was habt ihr denn für ein Brot? Ich sehe schon, das sieht mega aus. Ich liebe es, das muss so dunkel, zack, da muss Röstung, Geschmack drin, dann kannst du das knicken. Also das habe ich heute Morgen bei meinem Bäcker des Vertrauens abgeholt, sozusagen. Ja. Deswegen bin ich schon seit 4.30 Uhr unterwegs. Hab die Dinger mit aus dem Ofen geholt. Hier sieht man auch schön, dass es handgefalten ist, ne? Bisschen Sauerteig ist drin und dann halt maximal Geschmack. Das erste Feeling, Leute, vom Geruch her, wirklich einfach richtig schöner Toast, wie man es zu Hause kennt, aus dem Toaster. Charo macht eine Ansage. Erstmal schön, dass ihr alle willkommen seid. Wir haben lange daran gearbeitet, an dieses Produkt. Fühlt euch alle wohl. Die ersten 100 Sandwiches geht auch raus. Habt schöne Zeit und viel Spaß. Wir verpissen uns gleich schön wie gehabt um die Ecke, wenn wir euch zerreißen, dass das niemand mitbekommt. Da freue ich mich am meisten. Also ich mache euch ein schönes Schälchen hier von beiden vor. Stellt euch das hier mit drauf. Dann könnt ihr beide mal den Taste der Sonne fühlen, ja? Ja, machen wir. The Taste of the Sun. Schön als erstes hier. Keine Sau. Ah, sehr schön. Oh, hier noch links um die Ecke, genauso will ich das haben, Ahmed. Also Mann, das ist für mich ein scheiß Moment, weil natürlich das Charos Ding ist und Charo liegt mir schon am Herzen. Aber jetzt muss die weit ins Licht kommen. Kein Gemüse drauf, gar nichts. Einfach Soßen, Fleisch, ein schön geröstetes Brot. Soße hat so dieses leichte, rauchige Aroma. Bis hier, das ist die Soße, wenn du an Grillen denkst. Du kriegst 100 Soßen hingelegt und du sagst, das ist Grillen. Und das Geile ist, ich als jemand, der es nicht überladen mag, das ist schön sanft. Schön sanft. So sieht das auf dem Teller aus. Ich dachte, ich muss es zum Spaß sagen und danach sagen, Spaß, Spaß. Aber das ist ein ehrliches Sandwich. Ganz sanft im Geschmack. Überhaupt nicht, wie ich es erwartet habe. Ich hatte Angst vor diesem künstlichen Raucharoma. Wenn du billig Schinken irgendwo aus dem Laden holst, letzte Zutat Rauch. Schmeckt alles gleich. Überhaupt nicht so. Ich kann Charo eins prophezeien, wenn der Laden aufmacht, wird er knallen. Weil das ehrlich ist. Sandwich wie jeder mag. Toast, eher gesagt, wie jeder mag. Man macht sich ein Sandwich zu Hause, ein Toast, aber das sind geil. Einfach alles top. Butterzartes Fleisch. Zwar geht auf der Zunge. Das wird dazu serviert. Du musst so ein Biss nehmen und dazu die Gurke. Vertrauen mir. Glaubst du? Ja, ja, das macht man so. Ja, schon geil, hast du recht. Mal hier, wie geröstet das auch ist. Genau, noch die Zwiebeln. Das waren so geile eingelegte Zwiebeln. Habe ich vorhin noch schön abgefilmt. Das könnte jetzt echt krass werden. Faszinierend, Mann. Ich habe schon mit dem Szenario gespielt, was mache ich jetzt, wenn Scheiße schmeckt. Aber so wie es ist, ich gehe jetzt zu den Jungs und gebe denen die Bewertung ab. So, bevor es zu meiner Bewertung kommt, was sagt ihr zu dem Sandwich? Eins der besten Sandwiches. Ich hätte damit gerechnet, weil halt so viel Fettanteil daran ist. Dass ich es nicht mag, aber das merkst du gar nicht. Das ist so eine Liebe. Ich freue mich, wenn der Laden hier in Berlin aufmacht. Ich auch, die. Ich schwör's dir. Freut mich, dass es euch geschmeckt hat. Dass ich dich überhaupt mal treffe, ist krass. Der ganze einfach aus Pimmel-Ecke. Ich hätte gedacht, erstmal das Fleisch weg. Warm. Aber es ist kalt, aber passt perfekt, weil es noch zart ist. Das Kalte liegt an der Zeit. Bei mir war das noch warm. Ja, das Fleisch? Ja.
Solange es gut ist. Charo, also erstmal, was ich sagen muss. Und nimmst du nicht übel, ne? Nein. Aber es war köstlich. Ehrlich? Ja. Ehrlich jetzt? Ich schwöre dir, es war köstlich. Aber das von den YouTube-Kritikern Nummer 1. Ich sag dir meine Worte, du kriegst 9 von 10 Punkten von mir. Ist ja auch noch nicht fertig, das Sandwich. Nee, ne? das stimmt. Ja, Luft nach oben lassen, hat mir richtig gut gefallen. Nice. Ich danke dir. Gerne. Abo, Olle, bester Mann. Ja, Jungs. Danke, Olle. Den Abo, Olle. Denn denk dran, auch wieder einen Gutschein gibt's heute aufs Video. Ja, ne? Ja. Volle 10, da gibt's nochmal 10% Rabatt. Das auch, ach ja, genau, volle 10. 10% Rabatt bei Zack Plus. Ihr wisst Bescheid. Ja. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Mann. Sehr, sehr geil geschmeckt. Lustigen Tag gehabt, entspannten Tag gehabt. Also sind wir im falschen Ausgang gegangen. Ach, man hat mich abgelenkt. Lass mir gerne einen Daumen oben da. Lass den Daumen so richtig, richtig knallen. Und bis zum nächsten Mal.